Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Andreas Klaasen wird nach 3 Jahren aus der Haft entlassen und gerät sofort wieder ins Visier der Polizei. Nur Helga Nachtigall glaubt an die Unschuld des Familienvaters. Melissa, Nele. Auf eure Zimmer sofort. Oh Mann, ich will meine Kinder sehen. Lass mich zu meinen Kindern. Das ist der Vater ihrer Kinder, das bleibt er ein Leben lang und damit müssen sie auch zurechtkommen. Er hat das Recht auf Umgang mit seinen Kindern, die Kinder haben das Recht, ihn zu sehen. Das werden sie nicht ändern. Wir haben es 3 Jahre ohne dich geschafft und zwar ganz wunderbar. Sag mal, sind das deine Mädels oder was? Ich bin jetzt hier der Mann im Haus. Wir kommen wegen Herrn Klaasen. Aufgrund der Tatsache, dass er sich ja ruckzuck einen Anwalt genommen hat, denke ich, Herr Klaasen, Sie wissen, weshalb wir hier sind? Das ist schrecklich, aber ich habe damit wirklich gar nichts zu tun. Also, Herr Klaasen, es gibt einen Zeugen. Andreas Klaasen hat die letzten 3 Jahre wegen schwerer Körperverletzung in einem Berliner Gefängnis gesessen. Der 35-Jährige hat Oliver Müller, einen Bekannten seiner Ex-Frau Katja, aus Eifersucht krankenhausreif geschlagen. Andreas hat seine beiden Töchter Melissa und Nele seitdem kein einziges Mal sehen dürfen. Heute wird der Familienvater nach genau 1095 Tagen wegen guter Führung aus der Haft entlassen und von seiner Bewährungshelferin Doro Fritze in die Freiheit begleitet. Und ab jetzt findet unser Treffen nur noch in Freiheit statt. Auf alle Fälle. Ich möchte wirklich nicht, dass ihr noch einmal einen Fall, Herr Klaasen. Ich auch gar nicht. Okay. Ja? Dann schlage ich vor, wir sehen uns nächste Woche bei mir im Büro und dann können wir alles weitere besprechen mit der Wohnungssuche und Jobsuche. Super, gerne. Alles gut. Na dann. Bis nächste Woche. Tschüss. Adi. Sorry. Schwester, oh ja. Ich bin so unberuflich, ja, schön, dass du gekommen bist. Na klar, denkst du, ich lasse meinen Bruder einfach hier so alleine in der großen Welt? Warte mal, ich muss mal hier ein bisschen klarkommen draußen. Endlich in Freiheit. Ja. Sonne, frische Luft. Wurde ja höchste Zeit, ne? Ich hab dich hier draußen so vermisst. Komm, gib mir einfach deine Sachen und dann. Ist aber schwer. Ja. Oh mein Gott, was hast du denn? So eine Backsteine oder was? Komm, die nimmst du alleine. Wir fahren zu mir und essen eine Kleinigkeit. Wirklich? Du, ich würde aber lieber jetzt erstmal meine beiden Töchter sehen. Ich war so lange im Knast. Können wir da nicht zuerst hinfahren? Meinst du echt, Anni? Ich würde vorschlagen, du rufst Katja vorher besser an. Katja? Weiß ich nicht. Also, ich war ja auch ein Idiot, hab dem Müller eine auf die Fresse gehauen. Tut mir auch ganz so leid und ich habe mich auch geändert. Ja, meinst das stimmt. Du hast dich wirklich geändert. Ich glaube, Katja wird auch machen, wenn die dich so sieht. Schön, dass du doch so siehst. 3 Jahre ist unser letztes Treffen her. Und ich habe echt Schiss, dass meine Töchter nichts mehr von mir wissen wollen. Es gibt nichts, was mich Andreas kann es nicht erwarten, seine beiden Töchter nach über 3 Jahren endlich wieder in die Arme zu schließen und fährt noch am gleichen Nachmittag zu seiner Ex-Frau. Der 35-Jährige hofft, dass Katja ihm bei seinem Neustart keine Steine in den Weg legt. Andreas, was machst du hier? Was willst du hier? Ich bin wieder frei. Ja, das sehe ich. Und was willst du? Ich bin heute aus dem Gefängnis rausgekommen und dachte mir, willst du mich nicht erstmal reinlassen? Ganz bestimmt nicht. Du kannst doch nicht einfach hier auftauchen. Wir sind geschieden und gut ist. Katja, ich weiß, ich habe Scheiße gebaut. Und das, was ich dir und den Kindern angetan habe, tut mir unendlich leid. Ich schwöre, ich habe mich geändert. Ja, stopp einfach, Andreas. Ich kann diese Entschuldigung nicht mehr hören. Das habe ich mir jahrelang angehört. Ich habe dir vertraut. Aber ich habe mich auch verändert, Andreas. Ich bin nämlich über dich hinweg. Und jetzt möchte ich, dass du gehst. Katja, ich bleibe hier. Ich werde nicht gehen. Es geht nicht nur um uns, es geht um die Kinder. Ich will die Mädels sehen. Lass die Mädchen da raus. Katja, das sind auch meine Kinder. Ich habe Melli und Nele seit Ewigkeiten nicht gesehen. Ich habe sie jeden Tag vermisst. Ja, du hast ja das Recht, deine Kinder zu sehen, aber verspielt. Du hast den Kindern nicht mal die Möglichkeit gegeben, mich im Gefängnis zu besuchen. Ich möchte die Mädels jetzt sehen. Das erlaube ich nicht, das kommt nicht in Frage. Papa, was machst du denn hier? Melissa, Nele. Geht sofort auf eure Zimmer. Ich möchte Papa Hallo sagen. Papa, erlaubst du es nicht? Auf eure Zimmer, sofort. Oh Mann, ich will meine Kinder sehen. Lass mich zu meinen Kindern. Geht. Was soll denn das? Hör doch mal auf. Andreas, ich möchte nicht, dass du Kontakt zu ihnen hast, ja? Uns geht's endlich wieder gut. Sie haben verarbeitet, was passiert ist. Geh jetzt einfach. Ich hab sie 3 Jahre nicht gesehen. Geh jetzt. Lass mich. Geh. Ich bleib hier. Was Andreas mir angetan hat, war so schlimm. Er hat mich mit seiner krankhaften Eifersucht jahrelang terrorisiert, bis er dann so richtig ausgerastet ist.
Aber ich hab's geschafft. Ich bin jetzt endlich wieder glücklich. Und meine Mädchen auch. Das lasse ich mir nicht kaputt machen. Wenn er nicht gleich geht, dann rufe ich die Polizei. Andreas ist am Boden zerstört. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als seine beiden Töchter zu sehen. Katja jedoch macht ihre Drohung tatsächlich wahr und ruft die Polizei. Nur wenige Minuten später treffen die Beamten fast zeitgleich mit Andreas' Bewährungshelferin Doro Fritze ein. Schönen guten Tag. Sind Sie Herr Klaasen? Ja. Stehen Sie mal bitte auf, kommt von der Tür etwas weg. Was sehen Sie jetzt hier? So. Kommen Sie mal an die Seite. Herr Klaasen, was machen Sie denn hier? Wir haben doch gesagt, wir wollen uns nicht mehr so schnell wiedersehen. Ich wollte doch einfach nur meine Kinder sehen. Entschuldigung. Ja, aber nicht auf diesem Wege. Sag mal, hast du die Polizei gerufen? Ich will doch gar keinen Ärger machen, ich will doch nur meine Kinder sehen. Ich möchte einfach nur, dass er jetzt geht, bitte. Ja, kümmern wir uns drum. Katja, ich hab's so schnell gemacht, wie es ging. Ist alles in Ordnung? Ja, ist alles okay. Sag mal, was macht denn der Müller hier? Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin derjenige, wegen dem Herr Klaasen im Knast war. Er hat mich da mal zusammengeschlagen. Katja, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ich bin die ganze Zeit am Glauben, ne, dass bei euch nichts läuft, mach mir Vorwürfe im Knast und jetzt auf einmal seid ihr doch ein Paar. Wie lange geht denn das schon so? Du, die Zeiten, in denen ich dir Rede und Antwort stehen musste, sind vorbei, mein Lieber. Und außerdem warst du ja wohl zu Recht im Knast. Ich hatte damals ein Schädel-Hirn-Trauma und alle Rippen waren gebrochen. Ja, ich hab dir schon ein paar Mal gesagt, dass es mir wirklich leid tut. Außerdem, ob wir ein Paar sind oder nicht, das geht hier auch ein Scheißdreck an. Okay, also das klingt ja alles sehr kompliziert, aber wenn Sie sich jetzt ohne aufregen hier, dann bringt das ja nichts. Dann müssen wir mal ein bisschen Ruhe rein. Ich würde aber schon gern wissen, was da bei euch los ist. Herr Klaasen, Ihnen ist schon klar, dass Sie sich hier auf dem Grundstück Ihrer Ex-Frau befinden, richtig? Ja. Ja, ich habe das Haus bei der Scheidung bekommen. Ja, das haben Sie am Telefon schon gesagt. Mhm. So, dass die Frau Klaasen diejenige ist, die hier zu sagen hat, wer sich hier aufhalten darf und wer nicht. Und ich würde Sie schon bitten, dann auch das Grundstück zu verlassen, ansonsten nehmen wir Sie nämlich mit. Nee, ich will ja gar keinen Stress. Dann gehen Sie. Wunderbar. Herr Klaasen, wenn Sie sich jetzt von der Polizei abführen lassen, dann riskieren Sie nicht nur, dass Sie Ihre Kinder nicht mehr wiedersehen dürfen, dann riskieren Sie auch noch, dass sich Ihre Ex-Frau wegen Stalking und Hausfriedensbruch anzeigt. Ich weiß. Aber verstehen Sie mich doch, ich habe 3 Jahre im Knast gesessen und ich habe meine Kinder lange nicht gesehen. Ja, aber Sie müssen jetzt mal ein bisschen Geduld haben. Sie sind gerade erst rausgekommen. Sie müssen sich jetzt erstmal beim Jugendamt melden und die Regeln nennen, wie es weitergeht. Erster Schritt, Termin beim Jugendamt und der zweite Schritt ist der Umgang mit den Kindern. Und dann rufen Sie am besten Ihre Anwältin an. Wissen Sie, wie langjährig das ist? Das dauert ja noch ein paar Monate. Ich bin gestern rausgekommen. Logisch, nach 3 Jahren will ich die Kinder sehen. Aber okay, wir machen es dann so. Ich hab's verstanden. Ich kann Sie verstehen, aber wenn Sie sich jetzt nicht gedulden, retten Sie. Nein, ich will keinen Stress. Ich hab verstanden. Ja. Okay? Tut mir leid. Und ich verstehe Katja ja, aber dass sie gleich die Polizei ruft, ist schon echt krass. Ich bin aber auch dämlich. Ich muss erst mal zu meiner Anwältin, dass die das für mich klärt, bevor ich mich noch weiter in die Scheiße reite. Am nächsten Tag sucht der verzweifelte Vater Rat bei seiner Rechtsanwältin. Helga Nachtigall hat den 35-Jährigen bereits während seiner Scheidung vertreten und kennt seine familiären Umstände nur zu gut. Die Juristin ist nicht überrascht, dass Katja ihm das Umgangsrecht mit den gemeinsamen Kindern verweigert. Wären Sie mal zuerst zu mir gekommen? Ich habe mir das auch alles ganz anders vorgestellt, aber ich habe meine Mädels vermisst und die so lange nicht gesehen, bin dann einfach da sitzen geblieben, aber dass sie wirklich gleich die Polizei ruft. Oh Mann, ich Idiot. Also tun Sie mir einen Gefallen, keine Alleingänge mehr. Ja. Ja? Dann sage ich Ihnen jetzt Folgendes. Ich würde beim Familiengericht das Aufleben des gemeinsamen Sorgerechts beantragen. Das dauert eine Weile, aber wir haben anhand der Akte, sehe ich das ja, ganz gute Voraussetzungen dafür, weil Sie haben sich in der Haftstrafe ja wirklich in der Haft hier sehr ordnungsgemäß verhalten und sehr gut verhalten. Also da Sie jetzt dann wieder in der Lage sind, auch Ihr Sorgerecht auszuüben, wird das Gericht dem zustimmen. Ja? Okay, aber bis das alles so durch ist, ich möchte meine Mädels jetzt, und zwar jetzt, sehen. Ich will nicht noch mehr Zeit ins Land streichen lassen. Ich brauche meine Mädels auch. Verstehe ich völlig. Und deswegen würde ich Ihnen als zweiten Schritt, beziehungsweise das ist das, was ich auch zuerst mache, oder parallel dazu, zum Jugendamt zu gehen, dort die Umstände zu schildern. Und das Jugendamt wird je nach zeitlichen Möglichkeiten natürlich dann auch ganz schnell darüber entscheiden, wann das Umgangsrecht wieder stattfinden kann. Dann machen wir das so. Bleiben einfach gut. Dran. Ja, okay. Ja? Okay, Herr Klaasen, wir hören voneinander. Ich sage Ihnen Bescheid. Wenn ich Sie nicht hätte. Okay, Janu, keine Vorschusslorbeeren. Sie wissen, wo es rausgeht. Danke gleichfalls. Wiedersehen. Tschüss. So open your eyes and see. Der Termin beim Jugendamt ist bereits für den nächsten Tag anberaumt. Andreas setzt all seine Hoffnungen in das Gespräch mit Familienhelferin Eva Schulz und hofft gemeinsam mit Anwältin Helga Nachtigall eine gütliche Einigung für den Umgang mit seinen Töchtern zu erzielen. Into
Ja, schön, dass es so schnell geklappt hat mit unserem Treffen. Frau Klaasen, erzählen Sie mal. Also, Andreas ist kein guter Einfluss für die Kinder. Wissen Sie eigentlich, wie das ist, wenn der Vater plötzlich weg ist und Sie Ihren Kindern erklären müssen, dass er einen anderen Menschen grundlos krankenhausreif geprügelt hat? Sie haben wirklich nächtelang geheult. Sie waren völlig verzweifelt und jetzt geht es Ihnen endlich wieder gut. Das setze ich nicht aufs Spiel. Können Sie sich nicht vorstellen, dass Herr Klaasen sich jetzt wirklich geändert hat? Ich meine, laut den Akten hier sehe ich, dass er innerhalb der Haft eine Therapie gemacht hat. Und ansonsten sehe ich nur positive Beurteilungen. Ja, und was heißt das schon? Das hier ist das wahre Leben. Ehrlich gesagt, nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich geändert hat. So schlimm, wie er damals war. Ich durfte nichts alleine machen. Er hat mich ständig kontrolliert. Er ist anderen Männern gegenüber handgreiflich geworden. Einfach so. Und beim letzten Mal so richtig. Aber das wissen wir ja alle hier. Frau Klaasen, Sie sollten Ihren Ex-Mann eine zweite Chance geben. Sie haben selber gerade gesagt, dass er nur aggressiv geworden ist gegen andere Männer, aber niemals gegen die Kinder und niemals gegen Sie selbst. Ich kann Sie auch verstehen, Ihre Ängste, Frau Klaasen. Aber denken Sie doch mal an Ihre Kinder. Die haben ein Recht darauf, Ihren Vater zu sehen. Aber er ist ein Krimineller. Und ich möchte auch nicht, dass er die Kinder in Zukunft alleine sieht. Frau Klaasen, Sie sollten Ihren Standpunkt dringend überdenken und eventuell sogar ändern. Das ist der Vater Ihrer Kinder, das bleibt er ein Leben lang und damit müssen Sie auch zurechtkommen. Er hat das Recht auf Umgang mit seinen Kindern, die Kinder haben das Recht, ihn zu sehen, das werden Sie nicht ändern. Und wenn Sie diesen Standpunkt nicht verlassen und Ihre Meinung dazu nicht ändern, dann muss ich das durchs Familiengericht einklagen und entscheiden lassen. Aber ich sage Ihnen gleich, dass die Kinder bei diesem Termin gehört werden und mit dabei sein müssen. Und ob Sie das wollen, das glaube ich nicht. Möchtest du das Melissa und Nele zumuten? Ich nicht. Dann lass uns doch einfach in Ruhe. Nein, ich liebe meine Kinder. Werde ich nicht machen. Frau Klaasen, sehen Sie es doch ein. Wir kommen nicht drum rum um ein Treffen. Wissen Sie was, ich begleite Sie, wenn es in Ordnung ist für Sie. Und vielleicht beruhigt sich das ein bisschen. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. So ein begleiteter Umgang ist wirklich meistens wirklich erfolgreich. Glauben Sie es mir. Ich bin erleichtert, dass die Mitarbeiterin des Jugendamtes auf unserer Seite ist. Wenn das gemeinsame Sorgerecht wieder auflebt, dann müssen die Eltern hinsichtlich der Kindererziehung ohnehin zusammenarbeiten. Ich hoffe nur, dass Frau Klaasen nicht das alleinige Sorgerecht beantragt. Dank des Einsatzes seiner Rechtsanwältin darf Andreas seine Kinder am nächsten Tag in Begleitung von Jugendamtsmitarbeiterin Eva Schulz sehen. Auf neutralem Boden in einem Berliner Park kann der Familienvater seine geliebten Töchter Melissa und Nele nach über 3 Jahren ungehindert in die Arme schließen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hey, meine zwei Süßen. Ich hab euch so vermisst, meine zwei Süßen. Ich hab dich auch so vermisst. Ich wollte dich immer besuchen, als du im Gefängnis warst, aber Mama wollte es nicht. Ja, die Mama wird schon ihre Gründe gehabt haben. Ist ja auch kein Ort für 2 kleine Mädchen, ne? Aber du musst mir unbedingt erzählen, wie es da so ist, also im Gefängnis. Kannst du mich alles fragen, ich erzähl dir alles, meine Süße. Ach, Nele, du bist ja auch groß geworden und so hübsch. Nele, du musst nicht bleiben, wenn du mich willst. Doch. Kommen Sie mal, Frau Klaasen. Kommen Sie mal. Tun Sie mir jetzt einen Gefallen oder Ihnen, Ihren Kindern, beeinflussen Sie sie nicht. Das ist jetzt für alle eine ungewohnte Situation. Das gibt sich auch wieder. Hm? Und das beruhigt sich auch. Ja? Genau, lassen Sie die mal jetzt alleine. Na, das war ja auch so ausgemacht. Okay, aber in einer Stunde bin ich wieder. Ja, das ist ja völlig in Ordnung. Ja, ja, die ist auch eine ganze Zeit her. Ne? In einer Stunde bin ich wieder da. Ne? Tschüss. Meine Süßen, wollen wir ein Eis essen gehen oder so? Papa kennt einen netten Laden hier um die Ecke. Ja, also Nele liebt Himbeereis. Ja, ich mag Himbeereis. Ach, der Papa auch, wusste ich doch. Okay, Sie wollen mitkommen oder? Ach nee, also nee, ich werd auf der Bank sitzen bleiben. Okay. Ich werde auf euch warten. Ne? Ja. Aber kommen Sie mal ganz kurz mit. Genießen Sie die Zeit, oh, ne? Ich auf alle Fälle. Ich bin immer noch total. Versuchen Sie mal die Mutter und den Lebensgefährten außen vor zu lassen. Das wäre jetzt nicht so angebracht. Ich nutze die Stunde vor allem ganz mit meinen Süßen auch. Danke nochmal, Spaß, dass Sie mir das ermöglicht klar, haben. Und genießen Sie es. Ihnen auch, Frau Anwältin. Viel Spaß und ich bin auch in der Stunde danke, wieder Frau da. Nachtigall. Bis später. Ja? Mhm. Andreas ist überglücklich und genießt die Zeit mit seinen Töchtern in vollen Zügen. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Andreas ist eine Stunde später am vereinbarten Treffpunkt und muss sich schweren Herzens von seinen beiden Mädchen verabschieden. Dass Katja mit Oliver aufkreuzt, verpasst ihm einen Stich ins Herz.
Da kannst du dich schon mal dran gewöhnen, ne? Ich bin jetzt der neue Mann an Katjas Seite. Oliver, ich weiß, dass du mich nur ärgern willst. Ich lass mir von dir aber nicht die Laune versauen. Super. Ich bin total beeindruckt. Hast du das in deinem Anti-Aggressionsprogramm gelernt? Lass doch mal Papa in Ruhe. Ja. Was ist denn jetzt passiert? Schon gut. Der will mich nur provozieren. Aber ich habe mich völlig unter Kontrolle. Bravo. Super Show. Super Show. Herr Müller, können Sie das bitte mal lassen? Was soll denn das jetzt? Und das noch vor den Kindern? Also hier wird nicht gestritten vor den Kindern, ja? Weil sonst brechen wir das Ganze sofort ab. Gut, dann höre ich auf damit. Aber eins kapiere ich nicht. Warum bin ich der Einzige, der versteht, dass er nur eine Show abzieht? Ich gehe schon mal zum Auto. Ja, ist vielleicht besser. Kinder, wie war's denn? Erzählt mal. Ja, war total schön. Papa ist total cool. Zwar nicht mehr so fit wie früher, aber geht schon. Ganz schön frech, meine Kleine. Obwohl, klein ist sie ja nicht mehr. Ne? Bist ja schon groß geworden. Besser gesagt, eine Dame. Ne? Mhm. Papa, kaufst du mir morgen wieder ein Himbeereis? Süße, erstmal nicht. Wir müssen noch ein paar wichtige Sachen regeln. Aber bald, okay? Oh Mann, das dauert doch denn wieder Jahre. Warum kannst du nicht einfach erlauben, dass wir uns mit Papa treffen und gut ist? So einfach ist das nicht. Kinder, wollt ihr vielleicht schon mal vorgehen? Wir haben hier noch ein bisschen was zu besprechen. Ihr könnt ja da vorne ein bisschen spielen. Ja? Tschüss, meine Süßen. Tschüss. Frau Klaasen, sind Sie jetzt nicht beruhigt, dass das Treffen so gut gelaufen ist? Ehrlich gesagt, nein. Ich kenne meinen Ex-Mann. Er war schon immer ein guter Manipulator. Erzähl doch nicht mal so einen Scheiß, echt? Wir kommen nicht drum rum. Wir müssen den weiteren Umgang erstmal besprechen. Ja, und zwar zügig, Frau Klaasen, wirklich. Die Kinder wollen den Umgang mit ihrem Vater und das eilt jetzt ein bisschen. Hm? Also ich wäre übermorgen im Büro. Wie sieht's denn bei Ihnen aus um 9 Uhr? Ja, geht das klar? Zeit. Ja, okay. Okay, von mir aus. Okay, bleiben wir erstmal so. Bis übermorgen. Bis übermorgen. Tschüss. Bis übermorgen. Tschüss. Kommen Sie, ja, nun, ist gut. Es ist ganz deutlich geworden, dass Herr Klaasen sehr gut mit seinen Kindern umgehen kann und dass die Kinder sich auch den Kontakt mit ihrem Vater wünschen. Auf die Wünsche von Frau Klaasen kommt es jetzt überhaupt nicht mehr an und ich hoffe, dass sie das verstanden hat. Zwei Tage später kommt es zu einem erneuten Treffen auf dem Jugendamt. Sozialarbeiterin Eva Schulz will gemeinsam mit den zerstrittenen Eltern das Umgangsrecht regeln, zumal Melissa und Nele ihren Vater unbedingt sehen möchten. Anwältin Helga Nachtigall begleitet Andreas und kämpft für die Rechte ihres verzweifelten Mandanten. Also es geht mir alles viel zu schnell. Er ist ja erst seit ein paar Tagen aus dem Gefängnis raus. Warum denn zu schnell? Die Mädels und ich, wir haben uns beim letzten Treffen super verstanden. Ich nehme sie dir nicht weg. Ja, ist ja auch toll, dass das ja alle so sehen. Aber ich habe hinterher die heulenden Mädchen zu Hause. Ich kenne meine Kinder und ich weiß, dass ihnen der Umgang nicht gut getan hat mit dir. Aber ich will nicht so sein. Ich würde einmal im Monat einem Treffen für 2 Stunden zustimmen. Aber nur, wenn Sie dabei sind, Frau Schulz. Na sicher kann ich dabei sein. Nee, so geht es überhaupt nicht. Gehen Sie mal bitte davon aus, dass in den nächsten Tagen das gemeinsame Sorgerecht wieder auflebt. Das bedeutet, dass Sie beide im Interesse und zum Wohle Ihrer Kinder gemeinsame Entscheidungen treffen müssen. Andreas, hier wurde das Sorgerecht entzogen. Das steht mir alleine zu. Ja, Frau Klaasen, das stand Ihnen so lange alleine zu, solange er in der Haftstrafe war, da konnte er ja objektiv das Sorgerecht nicht ausüben und konnte auch keinen Umgang haben. Das ist ganz normal. Aber ich habe jetzt beantragt, dass das Sorgerecht wieder auflebt. Und das wird demnächst so sein. Das kann nicht wahr sein. Über meinen Kopf hinweg, ja? Ich bin die Mutter. Zählt meine Meinung hier überhaupt nicht? Dann kann ich ja gleich gehen. Frau Klaasen, tun Sie mir einen Gefallen und trennen Sie sich doch mal davon, nur von Ihren Rechten zu reden oder von dem, was Sie glauben, was Ihr Recht ist. Da hat der Vater Rechte, da haben die Kinder Rechte. Natürlich haben auch Sie Rechte. Und wir wollen einfach das gerichtliche Verfahren vermeiden für alle Beteiligten. Und deshalb haben wir Sie gebeten, darüber nachzudenken, ob Sie und in welcher Weise den Umgang gewähren. Ja, darüber muss ich auch nachdenken. Ich würde jetzt mich verabschieden wollen. Jetzt beruhigen Sie sich mal, schlafen Sie mal eine Nacht drüber und Sie können mich auch gerne anrufen. Okay? Das werde ich wahrscheinlich auch machen. Gut. Ja. Treffen Sie die richtige Entscheidung, Frau Klaas, im Interesse Ihrer Kinder. Okay. Tschüss. Es ist wichtig, dass Frau Klaasen endlich begreift, dass sie meinen Mandanten bei der Kindererziehung nicht los wird. Und die Umgangskontakte sind dabei besonders wichtig. Das Gericht wird in den nächsten Tagen das gemeinsame Sorgerecht wieder aufleben lassen. Und das bedeutet für die Eltern, dass sie gemeinsame Vereinbarungen im Interesse und zum Wohle der Kinder treffen müssen. Mithilfe seiner Bewährungshelferin findet Andreas Stück für Stück in ein normales Leben zurück. Er hat bereits eine Wohnung in Aussicht und einen Termin für ein Vorstellungsgespräch in einer Fleischerei. Als der 35-Jährige seine beiden Töchter am Wochenende zum ersten Mal alleine treffen darf, ist sein Glück perfekt. Und auch Melissa und Nele genießen jede Sekunde. Papa, ich bin echt froh, dass du wieder bei uns bist. Und du bist auch total anders als früher und das finde ich echt gut. Mensch, das freut mich.
Ich hatte echt schon Angst gehabt, dass ihr mit mir nichts mehr zu tun haben wollt. Ah, du bist doch unser Papa. Willst du nicht bei uns wieder einziehen? Dann kann ja Olli wieder gehen. Ja, ich glaube, da hätte die Mama was dagegen. Obwohl ich echt nicht verstehe, warum die so ein Drama macht. Und der Olli, der regt mich auch total auf, wie der abgeht, seitdem du wieder da bist. Wir müssen dem Olli einfach ein bisschen mehr Zeit geben. Der Papa war ja auch nicht immer fair zur Mama. Aber zu uns bist du doch voll nett. Und wir könnten doch jetzt uns immer treffen, so wie früher. Ja, aber jeden Tag wird schwierig. Wir gucken, dass wir uns immer öfter sehen. Ja? Melissa, kannst du dich noch an unsere Radtouren immer früher erinnern? Ja, na klar, als wir noch gezeltet haben und Lagerfeuer gemacht haben. Es hat total viel Spaß gemacht, bis auf diese ekelhaften Spinnen. Hast du immer noch Angst vor Spinnen? Ja, na klar. Ich kann mich aber gar nicht mehr erinnern. Ja, da warst du auch noch klein. Du warst früher immer viel bei der Mama. Ja, aber wir können es doch auch mal zusammen machen, also Fahrradfahren und Zelten. Du doch auch, oder? Ja, na klar, wenn Papa mir diese ekelhaften Spinnen vom Leib hält. Natürlich, mache ich doch immer. Cool. Wir müssen das aber mit der Mama absprechen. Und Mensch, wir müssen jetzt auch langsam zusammenpacken. Ich muss euch wieder nach Hause bringen. Oh nein, bitte noch eine Runde beispielen. Es ist gerade so chillig. Ja, wir müssen uns aber an die Absprache mit der Mama halten und auch mit dem Jugendamt. Ich will da keinen Ärger kriegen. Und wir wollen uns doch auch öfter sehen. Okay, wir wollen ja auch nicht, dass du die ganze Zeit Stress mit Mama hast. Aber bald wollen wir uns wieder zusammen treffen, okay? Natürlich. Ich hab euch doch lieb, meine beiden Mäuse. Ja?